Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder ein Update und zwar vom CTPK-Wurf in Rot. Und wie Sie sehen, sehen Sie ganz viele kleine Babys. Ich freue mich schon so doll, denn das ging richtig schnell und ich hatte kaum Probleme. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr hatte ich öfters mal Probleme beim Verpaaren mit diversen anderen Tieren. Aber hier lief alles traumhaft. Also das Weibchen hat keine Flossenschäden, das Männchen hat keine Flossenschäden. Die waren innerhalb von 24 Stunden durch. Ich musste das Weibchen nicht schützen, das Männchen war nicht aggressiv. Also Bilderbuchverpaarung. Ich habe es leider nicht aufgenommen, ich habe es euch nur ganz kurz. Vielleicht kann ich euch das ja mal kurz einblenden. Die Verpaarung an sich. Genau, entweder kam es eine Verpaarungsszene oder eben nicht, wenn ich sie doch nicht aufgenommen habe. Ja, wie ihr seht, schwimmen die Babys frei. Und ich glaube, es sind doch mehr als nur die geschätzten 50. Denn ich sehe richtig viele Striche. Ich nenne immer Striche, die kleinen. Genau, und die sind jetzt seit vorgestern oder gestern richtig frei schwimmend. Die habe ich jetzt bisher noch nicht gefüttert. Die ernähren sich noch von ihrem Dottersack und von den Kleinstlebewesen, die hier noch drin sind. Und sehen alle richtig fit aus. Ja, ihr seht ja, der Wasserstand ist bei mir relativ niedrig. Ich bin damit bisher am besten gefahren. Ich hatte noch die Frage bekommen wegen der Beckengröße. Ich habe jetzt hier ja 12 Liter verwendet. In meinen anderen Verpaarungen hatte sich immer 25, ist das glaube ich, als super herausgestellt. Aber ich hatte jetzt hier halt die 12 Liter Becken und habe es einfach mal probiert. Und es ist von Pärchen zu Pärchen unterschiedlich. Also manche, die verpaaren sich auch in 5 Litern, wenn man es jetzt mal so sagt. Und andere verpaaren sich vielleicht nur in 50 Litern, je nachdem, was man da den Tieren so anbietet. Ja, ich zeige euch jetzt mal noch ein paar Bilder von den Jungtieren. Es ist jetzt nicht die beste Qualität. Ich filme die Updates ja nur mit meinem Handy. 1080p ist es ja dann nur, in Anführungszeichen nur. Ja, das Becken, wie gesagt, das hatte ich euch ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich das jetzt nicht klinisch rein gemacht habe, dass sich hier auch schnell Mikroorganismen bilden. Deswegen ist hier noch so ein bisschen bräunlich. Aber da picken die sich halt ganz langsam Tiere raus, die da leben. Ja, die Schnecke, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, die hat hier richtig viel Müll veranstaltet. Also hier sind überall Kackhaufen von der. Muss ich mich jetzt dann mal drum kümmern, dass sie rauskommt. Ja, hier sind ganz viele. Bild. Kurzes Schnittbild. Da bin ich wieder. Ich wurde gefragt, wie ich das Becken beheize. Und zwar benutze ich dafür eine Heizmatte. Mit normalen Heizstäben habe ich negative Erfahrungen gemacht. Da waren dann plötzlich die ganzen Jungtiere draufgelegen und die sprangen an und dann waren alle gegrillt und es waren auch viele Krüppel dann dabei. Ja, deswegen mache ich das nicht mehr. Und die Filterung kommt jetzt auch die nächsten Tage rein. Ich werde auch gleich das Becken säubern, die Schnecke entnehmen. Und die Pflanzen werden dann auch die nächsten Tage wieder reinkommen. Also ich warte da immer ein paar Tage, bis ich hier auch alles sehe, dass es den Jungtieren gut geht. Und dann füge ich nach und nach das Grünzeug hinzu, dass sie sich auch langsam dran gewöhnen können. Die stürzt jetzt ja nicht, wenn jetzt hier nicht richtig grün ist. Deswegen. Genau. Ich lasse euch mal ein paar Aufnahmen da. Ich habe von einigen gehört, dass die neuen Videos nicht in deren Abo-Box gelandet sind. Oder manche kriegen ja auch eine E-Mail, wenn neue Videos kommen. Das habe ich jetzt auch gehabt. Ich habe einen Test-Account gemacht und geguckt, ob ich dann eine Nachricht kriege oder sowas. Und es hatte auch da nicht geklappt. Deswegen würde ich euch mal empfehlen, diese Glocke zu aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich eine kurze Benachrichtigung und ihr könnt dann das Video einfach gucken, wenn ihr wollt. Und da ist es auch so, dass die Videos eher in der Abo-Box angezeigt werden. Ich weiß nicht warum, es ist wieder irgendein Algorithmus von YouTube.
Genau. Ja, was ich euch noch zeigen wollte, ich hoffe, das sprengt jetzt nicht den Rahmen. Und zwar habe ich hier im Nebenbecken ein Simplex-Männchen drin. Denn ich hatte mich noch mal ein bisschen belesen. Und ja, der ist tragend. Man sieht ja, der hat ein dickes Maul. Und da ich bisher ja nur ein Jungtier gesehen hatte, was durchgekommen ist, wollte ich gern mal hier auch die Aufzucht mit begleiten. Und ich glaube, das ist ein schöner Vergleich. Also hier ist das Männchen, wenn das mal schascht würde. Der hat ein dickes Maul. Simplex sind Maulbrüter. Da tut das Männchen ca. 14 Tage die Eier im Maul ausbrüten. Da schlüpfen dann auch die Jungtiere drin und werden auf eine bestimmte Größe gezogen, glaube ich. Ich habe es leider nicht 100% überliefert gefunden. Es gibt viele englische Seiten, aber auch da steht nicht so viel drin. Ja, ich wollte das mal gerne ausprobieren und mal anschauen, wie das so ist. Und ihr seht, der hat einen normalen Lufthebefilter drin und ich habe hier ein bisschen Moos drin verteilt, in der Hoffnung, das Weiße ist außen, in der Hoffnung, dass ich die Jungtiere dann hier in diesen Zwischenräumen finde. Ja, ich bin gespannt, was das wird und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, und ich würde jetzt mal sagen, ich verabschiede mich nochmal mit ein paar Babybildern und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss. Noch mal ein Video machen. Ich habe jetzt ein paar Pflanzen reingesetzt. Da sind gerade ganz viele kleine. Und ich hatte vergessen zu sagen, dass ich schätze, dass es mehr als 50 sind. Also könnten 100 Stück sein. Und ich wollte euch auch einmal zeigen, wie ich das hier mache mit dem Wasserwechsel. Und zwar habe ich hier einfach einen dünnen Luftschlauch zur Verfügung. Und das Trickwasser mache ich immer in einen Becher, in klein. Und das frische Wasser hole ich immer aus einem Becken, was schon läuft. Und dann nehme ich hier aus dem Zuchtbecken das Wasser. Das hat nämlich schon die richtige Temperatur. Genau, und so umgehe ich, dass vielleicht irgendwelche anderen Schadstoffe noch ins Wasser kommen. Und wie ihr seht, ich habe die Schnecke entnommen und den Schneckenunrat entfernt. Jetzt mache ich noch so weit voll, dass die Pflanze ganz unter Wasser ist. Das ist eine Anubia im Topf. Ich habe die aber schon ein bisschen rausgezogen, dass unten Stein dran gemacht, dass die da schön wachsen kann. Und ich hoffe, das bleibt so schön, denn hier habe ich eine schöne normale Röhre dran, nicht so ein leichtes LED-Licht. Ja, und da freue ich mich schon auf die Jungtiere. Genau, das war's nochmal von mir. Tschüss.